Hallo ihr Lieben und willkommen aus Kuala Lumpur. Ja, wir sind jetzt hier tatsächlich schon ein paar Tage in der Stadt und müssen sagen, viele sehen ja immer so Kuala Lumpur nur so als Stopover und gucken sich die Stadt vielleicht mal für einen Tag an. Das ist wie so ein Sprungbrett. Genau, für den Rest von Asien. Und wir finden aber, dass die Stadt einiges zu bieten hat, was sie unserer Meinung nach doch ziemlich besonders macht. Auf jeden Fall. Und von daher werden wir in diesem Video mit euch nicht nur ein paar der schönsten Kuala Lumpur Sehenswürdigkeiten uns anschauen, sondern auch auschecken, was die Stadt hier so besonders macht und unserer Meinung nach Kultur, Essen. Ja, Essen auf jeden Fall. Wir essen immer gerne. Und von daher würden wir sagen, let's go! Let's go! Let's go dancing in the city lights, city lights. Ja, so viel zu unserem Plan B-Roll von den Petronas Towers. Das waren nämlich gerade die beiden Türme, wo wir waren und das ist auch der Punkt, den wir machen wollten. Also Kuala Lumpur ist eine ultramoderne Stadt. Ihr habt hier hippe Cafés, ihr habt hier ein richtig gutes Nahverkehrssystem, ganz modern. Ihr habt riesige Wolkenkratzer, fancy Malls. Also ultramoderne Stadt. Und auf die Petronas Towers kann man auch rauf. Da gibt es eine Aussichtsplattform, die kostet 20 Euro pro Person. Aber wir haben gelesen, dass es noch was anderes geben soll, wo man eine richtig coole Aussicht hat auf die City. Aber das checken wir erst später im Video aus. Und ja, jetzt vielleicht aufgehört zu regnen. Ja, was ihr in Kuala Lumpur natürlich auch gut machen könnt, ist natürlich shoppen gehen. Hier gibt es wirklich unzählige Einkaufsmalls mit 6 bis 8 Stockwerke mindestens, also riesig groß, überfordert uns meistens sogar ein bisschen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Irgendwie haben wir die Erfahrung gemacht, dass die kleineren auf jeden Fall nicht so gut ausgeschildert sind. Ja, und dann immer die großen. Sucht man sich zu Tode, stimmt. In großen hat man die interaktiven Sachen. Und es ist auf jeden Fall nicht so, dass jetzt hier alles ultra günstig wäre, aber man kann auf jeden Fall bei vielen Dingen so ein paar Euro zumindest sparen. Und wir haben auch ein Schnäppchen geschlagen und uns mal neue Sonnenbrillen gegönnt. Ja, hier am Meer Derka Square, dem Platz der Unabhängigkeit, wurde übrigens das erste Mal die malaiische Flagge gehisst, weil Malaysia war unter anderem lange britische Kolonie. Das ist aber nicht der einzige Grund für die kulturelle Vielfalt hier im Land. Und zwar aufgrund der geografischen Lage der malaiischen Halbinsel war es halt auch immer ein wichtiges Handelszentrum. Und das ist ein Grund, weswegen es hier auch viele Araber gibt. Es gibt eine große chinesische Gemeinschaft und auch eine riesige indische Community. Genau, und das spiegelt sich dann auch in den Vierteln wieder. Deswegen haben wir hier auch ein Chinatown und ein Little India. Fühlst du denn? Kalt. Es ist sehr kalt hier im Auto. Da krieg ich einen Ofen. I'm looking at a little species. We fell in love, it was seamless. A thousand years away from falling apart, I can see it. Like architecture, such in the skies. Can't replicate it, it's one of a kind. Cathedrals, pillars made of gold.
Ja, der Stadtteil Brickfields hier in Kuala Lumpur, der wird auch Little India genannt. Und was sollte man natürlich anderes in Little India noch machen als? Spazieren gehen, futtern. Weil, wie Sie hier gesagt bekommen haben, ist hier in Little India das Essen einfach nochmal eine Spur authentischer und soll ja das Beste außerhalb von Indien sein. Und das werden wir jetzt auf jeden Fall mal ausprobieren. Ne? Wir waren ja schon bei uns auf der Ecke indisch essen. Sind mal gespannt, ob das jetzt noch besser ist. Braving the storms, covered in armor, fit to the form of one another. This holy ground was made for holding us up forever, forever. Like architecture touching the skies, can't replicate it, it's one of a kind. Wir sind lost. Wir wollten eigentlich Reis als Beilage haben und Margot hat zwei Hauptgänge. Naja, wir werden den Reis irgendwie... Naja, ich dachte, das wäre einfach Reis als Beilage so. Naja, wir müssen auch an der Kommunikation mit indischen Kellnern anscheinend arbeiten. Na dann, lass ihn mal schmecken, oder? Oh Leute, das war jetzt sehr viel Essen. Ja, ich habe tatsächlich nicht alles aufgegessen. Ich weiß, es überrascht euch, aber... Ja gut, das war jetzt ja kein Restaurant geführt, da haben wir uns irgendwie völlig missverstanden, glaube ich, weil wir noch was nachgefragt hatten zu dem einen oder anderen Gericht. Ich habe aber auch Probleme, das indische Englisch immer so ein bisschen zu verstehen. Man muss aber sagen, bis auf den Reis, den fand ich jetzt nicht so doll, war aber alles sehr, sehr lecker. Ja, auf jeden Fall mal probieren gehen. Vielleicht nicht zu viel bestellen. Und wir wollten eigentlich noch so ein bisschen indisches Streetfood hier jetzt testen, auch die ganzen Süßigkeiten, die hier überall an der Straße verkauft werden, aber ich glaube, das passt nicht mehr rein. Nee. Ja, wir sind jetzt beim wahrscheinlich bekanntesten Tempel in Kuala Lumpur und zwar den Batu Caves, obwohl die streng genommen 15 Kilometer außerhalb der Stadt liegen. Und ihr könnt hier entweder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hinfahren oder ihr schnappt euch einen Grab, das haben wir zumindest jetzt genommen. Ist zwar ein bisschen teurer, aber die Zeitersparnis war jetzt doch enorm. Ja, ne? Und ganz viele Tauben sind hier und Affen. Ja, auf jeden Fall richtig cool. Also dieser Tempel da an den Kalksteinhöhlen ist echt imposant. Ja, das macht schon richtig Laune. Hey. Ja. Und die bunten Farben ist richtig ja, schön. Sehr, ja, sehr fotogen auf jeden Fall. Auch wenn man muss sich so ein bisschen abseits packen, damit man diesem Touristenstrom, der immer voller wird, ein bisschen entgegenkommen kann. Aber ansonsten. Vor heute Morgen ging noch. Also wir waren weiß nicht. Kurz nach 7 hier, halb 8. Ja, da war es eigentlich noch ganz angenehm. Sehr überschaubar. Ja. Jetzt geht es auf jeden Fall los. Und das Coole ist, der Tempel ist kostenfrei. Und dran denken, Knie, Schultern bedenken, angemessene Kleidung mitbringen. Sonst könnt ihr euch hier aber auch noch einen Sarong leihen. Ja, was natürlich nicht fehlen kann in Südostasien, ist der Besuch eines Nachtmarktes. Und wir sind jetzt hier in der Jalan Along Food Street. Das ist hier so ja, der bekannteste Nightmarkt in Kuala Lumpur. Und Malaysia ist übrigens auch das Land der Durian, also der Stinkfrucht. Und das haben wir bis jetzt tatsächlich noch nicht probiert, aber werden uns heute mal ranwagen. Ich würde sagen, ja, today is the day, ne? Wir haben ein Opfer gefunden, erwählt, ja. So, sind wir mal gespannt.
Wir wagen uns jetzt erstmal langsam ran und haben uns eine frittierte geholt. Wir sind eben schon mal an jemandem vorbeigelaufen und da hat es nicht gestunken. Nee. Der Geschmack geht, aber wenn man durchgebissen hat, kommt der Geruch durch. Stimmt mir noch. Aber der Geruch ist schon heftig. Riecht jetzt gar nicht so. Also aber der Geschmack nicht geht. Den krassen Geruch habe ich jetzt nicht in der Nase. War okay. Kann man, muss man aber jetzt auch. Ich glaube, es gibt geilere Sachen. Einmal probiert haben, muss man mal. So Leute, Marco hätte sich jetzt wirklich geopfert und auch noch mal frische Durian probiert. Aber ich bin geizig. Also für zwei so eine Mini-Stücke hätte man 35 Ringgit bezahlt. Das sind, glaube ich, 8 Euro. Ja. Und müssen wir jetzt ganz ehrlich gesagt, nur für dieses Video sind wir nicht bereit gegeben, so viel Geld für ein Obst aufzugeben, was uns wahrscheinlich nicht so ganz schmeckt. Vor allem, weil ja, wir haben uns gestern sagen lassen, man muss Durian mindestens 3-mal probieren, um zu wissen, ob man es mag oder nicht. Jetzt hier in der Heli Lounge Bar. Das ist vielleicht mittlerweile nicht mehr der ultra geheime Tipp, aber auf jeden Fall ein richtig cooler Spot, um die Aussicht über Kuala Lumpur zu genießen. Weil das ist tagsüber hier wirklich ein richtiger Hubschrauberlandeplatz und wird abends immer zur Bar umfunktioniert. Und ihr habt hier einen gigantischen Ausblick wirklich über alle Wolkenkratzer, die so die Skyline von Kuala Lumpur prägen. Und der Eintritt ist hier zwar auch relativ teuer mit 100 Ringgit pro Person, aber dafür kriegt ihr halt einen Voucher für jeweils 2 Getränke. Mhm. Und ja gut, das denke ich mal amortisiert sich dann auf jeden Fall ein bisschen, aber es ist richtig schön. Ja, wir hoffen mal, der Sonnenuntergang ist geil. Aber was man noch sagen muss, der Empfang war halt auch super nice. Ja, ne? Also sehr charmant und so. Und alles. Das ist hier schon ein bisschen high class. Ja. Ne? Also richtig cool. Also auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn ihr hier seid, wenn jetzt noch der Cocktail schmeckt, ne? Ja, wir zeigen euch auf jeden Fall gleich mal den Cocktail, dann den Sonnenuntergang. Hoffentlich, dass er noch rauskommt hinter den Wolken. So, this is your gin tonic. And then this one is your special take-off. This comes with the rum. Ich habe schon mal 90 Subscriber klar gemacht. Also, vielleicht abonniert. Abonniert den Kanal! Wir hoffen, wir konnten euch mit diesem Video so ein bisschen Kuala Lumpur schmackhaft machen, sodass ihr bei eurem nächsten Stopp hier vielleicht euch die Stadt auch ein bisschen genauer anschaut. Können wir auf jeden Fall empfehlen. Und wenn ihr noch ein paar Asien-City-Vibes haben wollt, dann empfehlen wir euch unser Seoul-Video. Und wenn nicht, geht es für uns jetzt im nächsten Video auf die schöne Insel hier in Malaysia, und zwar nach Langkawi. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann haut gerne den Abo-Button und sonst sehen wir uns von dort wieder. Bis dann, ciao, ciao, ihr Lieben. Tschüss.